ganze Game einfach. Ja. Aus dem ersten Stock raus. 11%. Er überlebt nochmal den Edgeguard hier. Die Scheiger ist in der Nähe von den Lasern. Das ist echt gefährlich für Japan. Aber spielt er gut drumherum. Schöne Pressure. Da wollte er hier aber. Den wollte er komplett werden. Oh, schade. Oh mein Gott, er hat immer noch. Oh mein Gott, und das ist der Stock. Japan hat dickes Momentum jetzt. Dicker Eier hat er auch, ja. Ja, Käse bringt direkt noch einen Stock zurück, aber Irfan am Leben und er brieft einfach die Berliner Luft richtig durch seine Nasen. Käse aber hier mit den Tech Chase, misst die leider. Schein. Er kriegt schon wieder dicke Kombo, er kriegt immer diese Kombos. Er wollte den Double Shine haben. Ich glaube, Yoshi's Story ist auf jeden Fall auf Irfans Seite bis jetzt. Ich glaube auch. Das ist Irfans Story. Irfans Story geht heute weiter. Und wenn er es schafft, ins Grand Finals zu kommen, wäre das huge für ihn. Gleichzeitig Käse natürlich auch dasselbe vor. Aber es sieht so aus, als wäre es Irfan heute. Es sieht so aus, als wäre es Irfan heute. Drei Stocks vor. Jetzt nicht überheblich werden an Irfans Stelle und gut runterspielen, aber Käse natürlich auch versucht, das Comeback zu machen. Comeback möglich, wie man gerade eben im Game gesehen hat. Ja, es funktioniert immer, es ist alles möglich bei diesen Spielern. Beide auf jeden Fall Randall landen. Hier nur noch zwei Stocks, ein Stock, was die beiden Spieler unterscheidet. Die beiden Stocks können auch ganz so schnell weg sein. Letzter Stock für beide Spieler. Oder letzter Stock zumindest für Käse. Letztes Spiel für einen dieser beiden Kontrahenten. Und die Laser. Noch ein Tech Chase. Er lässt den Tech Chase nicht zu. Oh, er ist so greedy. Er ist so greedy. Aber er kriegt ständig die Shield Grabs. Hier ist trotzdem rackt die Prozente hoch. Oh, Shield Drop down her. Er kriegt wieder den Finish nicht. Ja, hiervon geht's viel zu viel. Und er verliert den Stock. Das ist nur noch ein Stock. Das kann alles passieren. Alles wirklich. Oh, ein Grab. Ein Grab. Und das down ist es zu Ende, oder? Das ist es zu Ende. Oh, er vermisst. Aber er kriegt es. Irfan geht weiter ins Grand Finals und gewinnt 3-2 mit einem unglaublich knappen Match. Unglaublich doch, ja. So viele Stocks, die das Turnier entscheiden hätten können. In Game 3-4, 1-2. Es waren alles dabei. Absolut komplett verrückt. Wir jetzt ein Reset sehen. Du, wenn jetzt kein Reset passiert, dann bin ich enttäuscht. Irfan komplett mit dem Run seines Lebens bis ins Grand Finals versucht jetzt nochmal den Turnierfavoriten und den Hometown Hero, Karon das Fahrrad, einmal zu besiegen. Das Fahrrad fährt. Noch. Das Fahrrad ist auf jeden Fall da. Die Kette ist geölt. Die Pedale sind pedalisiert. Sie sind im Gang, Alter. Sie sind im Gang. In welchem Gang ist er? Das frage ich mich jetzt gerade. Ich glaube Vollgas. Hat er sich aufgewärmt? Meinst du, ich glaube, er ist komplett Vollgas. Er kommt aus den Gates swingend. Aus den Toren kommt er. Und er schwingt sein Schwert. Er schwingt sein Schwert. Er pendelt sein Schwert hin und her. Ich glaube, Irfan braucht erstmal einen kurzen Break. Oh, ein bisschen Pause, ja. Ist auf jeden Fall auch schwierig, hier am Mic zu bleiben. Wir sind schon auch ein ganzes Stückchen dran. Aber es ist nur noch ein Set, was uns... Oder zwei Sets. Ein Set oder zwei Set, was uns vom Ende dieses Turniers trennt. Vom Ende, vom GMC. Vom GMC, von diesem deutschen Smash-Jahr. Ein Turnier wird auf jeden Fall noch nächste Woche stattfinden, das ist Hive-Mess. Ist aber ein bisschen entspannter. So. Wird auf jeden Fall eher besinnlicher als hier die ernsthafte Turnier-Erfahrung. Ich finde, hier sind nur Blutfäden am Start. Ja. Jeder, der hier spielt, hat schon Blut gerochen und versucht nur, seinen nächsten Gegner niederzureißen. Und es sind nur noch zwei Leute am Leben. Einer mit einem Leben mehr. Einer mit einem türkischen Leben aus der Losers Bracket. Aber beide versuchen einfach weiterzukommen. Ein Moment zu scheinen. Oder zu schleichen. Wir werden sehen, was passiert. Wo ist Irfan? Auf Toilette. Er kommt. Irfan, er hat Wasser geholt. Irfan auf Rare Side to See. Er hat seinen Pulli nicht mehr an. Das heißt, ihm wird jetzt richtig warm sein. Ja, sein Limiter, er hat sein Limiter removed. Ja, Limiter ist removed, er schwitzt wahrscheinlich schon hier auch ganz gut in der Venue. Es wird auch echt warm mittlerweile. Ja. Hände sind warm, Berliner aufgewärmt. Luft. Berliner Luft ist warm. Berliner Luft ist heiß, da wird einem auch schon mal ganz schwummrig. Karon meditiert.
Ja, Karwan gönnt sich auch die Berliner Luft. Atmet auf jeden Fall stark. Ihr von jetzt auch on stage. Er lässt sich blicken. Setzt sich hin. Blau, schwarz-weiß gegen blau und nur weiß. Brille gegen keine Brille. Ihr von gegen Arthur. Royal Blue gegen Adidas. Royal Blue gegen Adidas. Karon gegen Portals. Let's go. Grand Finals. Fang direkt an. Set 1. Karon kommt aus dem Winners Bracket. Portal aus dem Losers Bracket. Und es geht direkt los. Der riecht Feuer, der riecht Feuer. Ich rieche auch nur nach Feuer und heißes Gameplay. Ja, von auch. Ja, Arthur auf jeden Fall hier wieder mit dem ersten Stock zeigt, so er im Winners Bracket ist. Hier fand auf jeden Fall kein Spiel, auf dem man schlafen kann. Nee. Sollte man auch nicht. Du, bei den Sets kann man auch kaum einschlafen. Das ist nee, das geht bis nicht. Zur letzten Minute. Alles Game, 5 Game. Last Stock Situation, totgleich. Totgleich, immer totgleich. Immer totgleich. Aber ihr fand gerade auch schon ein bisschen shaky, oder? Das Spiel mit ein bisschen zu viel Respekt im Vergleich zu was man im ersten Set gesehen hat. Vielleicht auch genau die richtige Menge, die er haben muss, um den Karo anzukommen. Schöner Shield-Poke. Und das ist sogar das Song. Ich dachte, das DI reicht von Arthur, aber auf jeden Fall auch gar nicht so. Frage, wer kriegt die nächste Conversion? Ah. Auch kein Homie-Stock so hier. So einen wichtigen Set. Übrigens, Arthur auch ursprünglicher Franke, da wo ihr von auch herkommt. Also, er kommt aus Kronach, soweit ich weiß. Ihr von kommt aus Fürth. Ungefähr eine Stunde weit entfernt, nicht ganz, mehr so eine halbe. Auf jeden Fall auch eigentlich Bayer. Also, Berlin, halb bayerisches Finale, würde ich sagen. Ihr von natürlich bester Spieler Bayerns. Ja. Schon seit mehreren Jahren dominant in seiner Region. Wie geht's hier weiter jetzt? Wie geht's hier weiter? Wir haben natürlich Damage. Wieder mit dem Ausgleich. Karon mit dem Percent Lead, aber hier trotzdem Stage-Kontrolle auf Irfans Seite. Doppel-Tournament-Winner von Irfan. Letzte Stage kriegt er auch nicht hin. Zwei ist hier schon. Das sieht nicht so sauber aus, aber kriegt auf jeden Fall noch den Follow-up hier. Schöner Downsmash. Sollte der Downsmash vor allem, ja. Genau. Kommt direkt nochmal der Sweet Spot. Totgleich. Game 1. Grand Finals. Erstes Set. Ich bin heiser. Michael ist auch heiser. Ja, das geht noch. Okay, mein Hals tut schon ein bisschen weh. Das ist ja bald vorbei. Das wird bald zu Ende gehen. Aber erst nach einem unglaublich geilen Set, was ich hier lesen kann. Aber mit der dicken Combo. Das Schild ist sehr klein. Oh, oh der Gott, Tag. Was für ein Tag, Mann, von Irfan. Hier auch direkt mit der Grand Challenge Shield Drop der Death Smash. Oh mein Gott! Riecht. Okay. Das ist gefährlich, ja. Nee, Karon mit dem Shark Edge gerade, aber schon wieder super close. Super close, ja. Irfan auch nach dem Tag sofort. Die Initiative ergriffen und aggressiv auf ihn drauf gegangen, dicke Combo ausgepackt. Wo geht's hin? Dreamland? Wo geht's hin? Dreamland? Vielleicht auch Font of Dreams, aber ich sehe Dreamland auf jeden Fall am ehesten. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Letztes Set ist er auch zweimal auf Dreamland gegangen, hat da leider zweimal verloren. Ja. Vielleicht will er was Neues ausprobieren. Vielleicht will er was Neues ausprobieren. Ich sehe auch auf jeden Fall Yoshi's Story oder FOD. FD sehe ich auf keinen Fall. Nee, das nicht. Stadium glaube ich auch nicht. Stadium glaube ich auch nicht. Oh, er geht zurück auf Battlefield. Okay. Interessant. Aber war auch super close, also ja. War auf jeden Fall winnable für ihn. Ja, ist auf jeden Fall winnable. Sagt sich nochmal, lag nicht an der Stage. Lag an den SDs wahrscheinlich. Ja. Hätte auch so gewinnen können. Schon wieder ein starker Start von beiden. Ja.
Kabe mit der Controller über die Stage. Down Air. Oh, ah, er hat einen Jump verpasst. Aber er wusste nicht, auf welcher Seite er gelandet ist. Für den harten Read gegangen, also da war er schon weitest weg. Okay. Und geht hoch. Gut, gut, Choice. Den Downtail will man eigentlich nicht contesten an der Ledge. Das kommt auf jeden Fall nicht auf schlaue Entscheidung hier immer nicht mit dem Sidebeer zu Ledge zu gehen. Oh, gut, die Ledge weggenommen. Sondern dran vorbeizugehen. Ja. Irgendwie on stage zu bekommen und nochmal versuchen zu da zu überlegen. Oh, der Tipper. Aaron einfach mit der Awareness hat das Sidebeer-Geräusch gehört und sofort den Tipper gedrückt. Gebaitet von Irfan mit dem Down Air, Space on Shield. Irfans Back Airs, also die Instant Turnaround Back ist nach den Approach Plays, sind richtig, richtig lecker. Also die gefällt mir auch gerne. Also da kann er gerne viel mehr von dir machen. Ah, ich habe ihm die Dash weggenommen. Das ist richtig schade. Unglücklicher Turnaround, aber Irfan auf jeden Fall schon von größeren Defizit. Kommt da ist er gleich. Gut gleich. Kommt immer wieder zum Ursprung zurück. 0-0%. Laser werden geschossen. Laser werden geschossen, Schwerter wurden geschossen. Wave-Dishes werden gewaved. Power-Shields werden Power-Shield. Oh mein Gott, ist das... Nein. Ich habe selten so viele Stocks verschwinden sehen von einem Falco, der nicht mal gehittet wurde. Das sieht wirklich so aus, als würdest du bei Kill-Prozenten spawnen. Also ein F-Smash bei 20 und du bist weg. Es fühlt sich bestimmt nicht gut an, wenn du eher vermisst, aber immer noch richtig stark schauen. Oh, starker Downsmash. Zweimal Downsmash, den taggt keiner. Ja, das müsste schon ein echt guter Spieler sein, um den zweimal zu taggen. Auch die Möglichkeit, dass er einfach beim zweiten Downsmash schon Slide-Off ist von der Plattform runter und dann hier von ihm gecatcht hat, während er quasi runtergefallen ist. Alter, ja, das ist seine Combo. Aber ist viel Damage, sehr viel Damage. Ja, sehr viel Damage. Oh, gute Pressure aber auch. Ja, ich glaube, das war es. Nicht ganz wahr. Ah. Kommt noch zweimal zurück an die Ledge. Aber er geht einfach wieder runter. Nein. Fair? Slide-Off? Okay. Ah, das. Warte mal raus, die alte Switch will ich nochmal dazu bekommen. Ja, ja, schade. Oh, es sieht so aus, als wäre es schon wieder ein 3-0 hier. Geht er jetzt woanders hin, da geht er zurück. Geht er zurück zum Battlefield. Er sagt es wieder, es lag nicht an. An was anderem. Ja. Wenn wir jetzt sehen, dass Karon nochmal hier von abslice. Turnier wird schnell beendet. Dusan wird fix nach Hause gehen und ganz viel Spaß daheim haben. So, aber Irfan wird da schon doll enttäuscht sein, nachdem letztes Mal, also das letzte Set in Bochum war das, Köln. So knapp, oh mein Gott, er zerstört ihn einfach. Ja, können wir an diesem Köln Punkt sagen, dass es ziemlich schwierig wird für Irfan noch das Turnier zu gewinnen? Ja, ich denke. Kann man schon sagen. Also jetzt Momentum noch Reverse 3-0 zu sein. Schöner Crowd Cancel Downsmash. Ah, kriegt den Downsmash nicht. Und gekommen wird jetzt. Oh mein Gott. Down Air. Oh mein Gott. Berlins Marv ist angekommen. Er atmet die Luft. Und der lebt das Leben. Der will heim. Der will heim. Das Fahrrad fährt. Das sieht genau aus wie das erste Set zwischen den beiden. Die ersten zwei Games könnten alles sein, was du willst. Aber das dritte Game, Karon hat seine Fahrrad aufgezogen und Irfan geht einfach nur unter. Er hat keine Chance. Ja, Karon will es hier schnell beenden. Ja. Ist die Frage, schafft er das Boardstock? Ne, schafft er nicht. Okay, er holt noch einen Stock. Kann Irfan das Comeback bringen oder beendet Karon hier das Turnier? Ich sehe eigentlich auch nur, dass Karon hier das Turnier beendet. Es kann nicht möglich sein. So wie Karon spielt in diesem Moment. Er grabbt ihn nochmal. Combo. Combo. Combo Breaker. Interesting.
greift einfach nur noch Karo und spielt mit seinem Essen und er macht den F-Smash. Karo wird nicht pro Stunde bezahlt. Auf jeden Fall. Und Arthur ist euer End of the Line. 2019 Champion in seiner Heimatstadt Berlin gewinnt er das Turnier über Royal Blue Air Portals. Congratulations an Karon für den ersten Platz. Unglaubliches Showing, unglaublich dominant. Er hat kaum Games gedroppt durch das ganze Turnier. Und er hat auch gezeigt, wieso er der beste Spieler aus Berlin ist. Hier auch gezeigt, dass er der beste Spieler heute aus ganz Deutschland war, von allen Spielern, die da waren. Er war auch unglaubliche Top 8. Ja, kann man nicht anders sagen. Die Spieler waren alle krass. Shoutouts nochmal. Grüße an Leon. Super Tio. Shoutouts an den TO auf dem Stream. Genau, Selig 2. Announce nochmal alle Winner hier für die Top 8. Er bespricht die Geldausgaben. Aber er bedankt sich auf jeden Fall. Shoutouts, riesige Shoutouts an Dusan. Hat dieses Turnier unglaublich smooth gelaufen. Es ist noch vor 10 Uhr vorbei. Lag hauptsächlich an den Spielern hier, dass es so lange gedauert hat. Das Schedule ist wirklich flawless gelaufen. Vielen lieben Dank. Wir verabschieden uns damit. Das war das letzte Turnier für das German Melee Circuit. Die nächsten Tage wird nochmal eine Announcement kommen, diesbezüglich auf Twitter. Wir verabschieden uns von ganzen German Melee Circuit und von Smash Berlin, von uns allen. Haut gut rein, habt einen schönen Abend. Peace out. Bis bald.